Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe ein Tauschpäckchen mit der lieben Sophie gemacht, alias Mrs. Muffin Make-up. Hallo dicke Mietz. Und wir schauen da jetzt zusammen rein. Ich habe meins gestern losgeschickt. Ihrs liegt ehrlich gesagt schon seit einer Woche hier. Ich kam aber noch nicht dazu, alles auszusortieren, weil ich eigentlich wollte hier noch mehr schicken, aber dann war mein Karton zu klein. Und ja, jetzt muss ich mal eben schauen, dass ich das hier aufbekomme und nichts kaputt mache. Das ist das Problem an so einem No-Buy, ne? Man hat keine Kartons mehr zu Hause und kein wirkliches Füllmaterial. Ich hoffe aber, du freust dich trotzdem, Sophie. Boah, ich hätte, glaube ich, irgendwas Schärferes nehmen sollen als diese Schere hier. Ich bin mal gespannt, wie sehr sie mit meinem kämpfen muss. Das lockern Lock. Eine ganze Rolle Klebefilm drum. Okay, dieses Wirt-Moped hier hält aber echt ordentlich gut. Oh nein! Ich habe einen Brief vergessen! Nein! Ach du Scheiße! Ich habe sogar noch dran gedacht. Oh, jetzt sehe ich gerade von ihr ein Brieflein. Und jetzt ist mir bewusst geworden, shit, du wolltest eigentlich auch einen schreiben, aber du bist eine laufende Chaosmaschine. Oh nein. Danke, liebe Sophie. Und glaub mir, ich werde deinen Müll in Ehren halten. Nee, ey, was ist anderen irgendwie Müll, ist das anderen Holy Grail, ne? Also den bewahre ich auf jeden Fall auf. Ich bewahre sowas nämlich immer auf. Sie hat auch ganz ordentlich schön alles verpackt. Ich habe halt, wie gesagt, keine Luftpolsterfolie mehr gehabt. Da ist eine halbe Schachtel Kosmetiktücher in meinem Paket drin. Ey, wie gesagt, es tut mir leid. No buy. Ich habe absolut gar nichts hier. So, den schauen wir mal. Als erstes gab es hier ein Prüppchen. Aqua di Parma von... Ja, ich bin dumm. Aqua di Parma. Ist Colonia Futura. Es ist ein Eau de Cologne. Ich tue mich schwer mit Sachen aussprechen. Das schaue ich mal, wo er schnubbert. Nein, gucken wir mal. Ich muss mal schauen. Da sind nämlich mehrere Parfümproben. Also bei dem weiß ich echt gar nicht, wie das hier ist. Jetzt sind die Katzen alle am Start, weil ich hier Kleber habe und Luftpolsterfolie. Was riecht? Das riecht sehr, sehr frisch. Mia, ja, das ist gar nicht für dich. Geh da mal. Danke. Das riecht echt gut. Also mir gefällt es. Das hat irgendwie was voll Zitrisches. Ich schmeiß so Dinger ja grundsätzlich weg. Ich habe extra so einen Behälter für Parfümproben. Das gefällt mir. Das ist total zitrisch. Das ist yummy. Machen wir mal weiter. Dann haben wir hier Lacoste Parfum. Das ist Timeless. Ein Eau de Parfum. Moment. So. Ich weiß gar nicht. Hatte ich Timeless mal? Also wie gesagt, ich habe ja jetzt seit Dezember 2020 nicht mehr irgendwo bestellt. Darum weiß ich bei so neuen Parfümsachen auch gar nicht, ob die jetzt halt ganz frisch irgendwie neu rausgekommen sind. Also ich sprühe so, da war das erste, jetzt sprühe ich das hier hin. Boah, das ist sehr, sehr süß. Aber geht auch in die frische Richtung. Gefällt mir auch. Danke. Und dann haben wir noch eine Parfümprobe. Das ist Flower by Kenzo. Das ist ein Eau de Toilette. Das ist dieses hier. Ich meine, das kenne ich schon, das sprühe ich jetzt mal nicht. Ich meine aber auch, das ist für mich ein angenehmes Düftlein. Den schauen wir mal weiter. Einmal von Avène, ein Eau de Thermal, ein Thermalwasserspray. Ich glaube, das habe ich schon mal. Ich mag das aber ganz gerne. Ich stelle mir die immer total gerne im Sommer in den Kühlschrank. Na, dann sind die nochmal so ein Tacken kühler. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt auspacken, glaube ich, weil ich habe noch eins im Kühlschrank stehen. Das ist aber sehr, sehr lieb. Ich feiere das sehr, sehr hart, weil ich habe allgemein ja Probleme mit Hitze. Und da ist sowas immer wunderbar.
ehrlich, einmal so über die Arme, übers Gesicht, ne, wenn man halt eben keine Schminke hat. Aber ich meine, das nehmen ganz viele auch, zum, um die Puderschichten einmal alle zu verbinden. Wie so eine Art Face Spray kann ich auf jeden Fall auch sehr gut gebrauchen. Ich sehe bis jetzt noch keinen Müll. Von Rival de Loup. Einmal, ich glaube, Puristic war, glaube ich, eine LE, wenn ich mich recht erinnere. Ein Shimmer-Kit. Kann ich mir gut vorstellen, dass ich die hellere Seite echt gut benutzen kann. Und ich meine, die dunkleren, bronzigen Dinge, die kann man ja auch als Lidschattenzweck im Fremden oder so, wenn man so eine Palette vielleicht mit im Urlaub nimmt oder sowas. Die swatchen wir mal. Also Namen haben die an sich nicht. Na, also das sind jetzt einmal die beiden hellen. Moment, jetzt habe ich genau mit den falschen Fingern angefangen. Profi am Werk hier, ich sage es euch. Und außen sind die beiden dunkleren. Boah, das ist aber auch mega als Lidschatten, ne? Also sowas mag ich sogar sehr gerne als Lidschatten. Aber damit lässt sich auf jeden Fall gut was machen. Also gerade die beiden in der Mitte, vor allem den ganz hellen, den kann ich auch gut verwenden. Den leicht roséfarbenen auch. Und die anderen beiden kann ich mir richtig gut, wirklich diese Palette nur mitnehmen. Im Urlaub fahren, dann hast du Highlighter und du hast quasi Lidschatten dabei. Das gefällt mir sehr gut. Vielen Dank, Sophie. Muss mir nachher auch mal wieder hier Klebchen organisieren. Was ist mit dir? Ja, hier ist ein Paket. Boah, Katzen und Kartons, ne? Nein, Mia. Nein. Ja, zieh schon mal ab jetzt. Das ist, boah, die beschnüffeln das seit einer Woche, seitdem das hier ist. Sophie, die werden deine Katzen wahrscheinlich riechen. Die sind da voll spitz auf dieses Paket, ne? Ich meine, Karton, Katze, so, oh, da passe ich bestimmt in meinen Hintern rein. Ich kann da locker drin wohnen. Aber Mia geht hier besonders steil auf das Päckchen. Dann schauen wir weiter. Da sehe ich was von MAC. Und ich habe meinen Fingernagel angeklebt. das ist aus der Patrick Star LE. Sieht auf jeden Fall echt schön aus. Das Quad nennt sich Stay With Me. Da sind die Farben Daddy Star drin. Ist ein Matte Finish. Yes, ist ein Velux Pearl Finish. Queen Patrick. F, was ist F? Heiß ich gerade nicht. Und Bon Noir ist auch wieder ein Matte. Was heißt denn F? Huch! Oh. Geht so in die lila Richtung. Finde ich sehr, sehr geil. Die swatchen wir auch mal direkt. Ich weiß halt, wie gesagt, ich komme gerade nicht auf F. Gehen wir auch mal der Reihe nach. Na, also hauptsächlich matt, aber dieser Ton hier macht mich direkt voll an, ne? Aber die sind echt sehr, 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 sehr schön. Die haben aber alle so ein bisschen Schimmer drin, außer dieser ganz vorne hier, dieser Altrosane. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber auch in den beiden dunkleren Lilatönen ist vereinzelt auf jeden Fall Schimmer, auch in dem ganz dunklen. Die finde ich sehr, 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 sehr schön. Also die gefallen mir auch richtig gut. Da freue ich mich sehr drüber. Vielen Dank, Sophie. Ja, sind auch gut pigmentiert. Da muss ich ein bisschen mehr rubbeln. Da freue ich mich auch sehr drüber. Das ist immer so wie Weihnachten, ne? Dann haben wir hier Pur von Katy Perry. Auch ein Parfüm. Hier klappert irgendwas drin, aber das machen wir jetzt auch auf. Sagt mir gar nichts. Ich wusste gar nicht, dass Katy Perry Parfüm macht. Und wenn, war das Katy Perry mit diesem einen Flakon, der so ein bisschen spitz zuläuft? Oder verwechsel ich das gerade mit wem anders? Killer Queen. War das nicht von Katy Perry? Das sagt mir was, aber Pearl sagt mir gar nichts. Das schauen wir uns auf jeden Fall jetzt an. Das finde ich nämlich echt sau interessant. Katze! Oh mein Gott! Oh mein Gott, jetzt weiß ich, was da drin klimpert. Ach du Scheiße, ist das süß. Ist das süß, das klimpert. Oh mein Gott, ist das niedlich. Voll geil. Jetzt hör auf. Lass die
Plüppfolie in Ruhe. Nein, Mia. Hier ein Kätzchen. Mia mag das Kätzchen. Aber die finden trotzdem den Karton interessanter. Was? Oh. Ja. Mein Gott, jetzt bleibt doch mal auf der Seite hier. Ey, ist das nicht voll süß? Guckt euch das mal an. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Das ist ein Katzenhaar. Ich krieg's aber nicht auf. Ich krieg das echt nicht auf. Stimmt bei mir nicht. Boah, ich habe Angst, das kaputt zu machen, ne? Aber ich möchte auch drin. Ah, ich dachte, ich mache oben den Kopf ab, aber ich muss das Halsband mit abmachen. Mal auf die Seite. Oh Gott, ey, das ist so süß, ne? Ach, Moment mal, man kann das... Hä? Kann man das Halsband hier ganz abnehmen? Oder habe ich einen an der Mappe wieder? Keine Ahnung. Muss ich mal später in Ruhe gucken. Aber das ist süß. Das ist scheiße süß. Das riecht auch gut. Ein bisschen schwerer, aber trotzdem süß. Ja, auch das gefällt mir. Krass, bis jetzt sind so alle Parfüms so jung. Finde ich geil, aber dieser Flakon. Oh, ohne Witz, ich finde den so schön. Und ich kannte das vorher halt gar nicht. Vielen, vielen Dank. Boah, ich würde mir das am liebsten hier irgendwo hinstellen. Ne? Das Problem ist aber, wenn ich ein Parfüm draußen stehen lasse, dann muss ich das auch instant benutzen, bis es leer geht. Das wäre aber echt so ein Flakon, den würde ich definitiv behalten. Ich habe Angst, wenn ich den dann halt nicht benutzen würde und ich lasse den draußen stehen, dass der Duft irgendwann kippt. So, wisst ihr, was ich meine? Wenn da irgendwie... Katha reißt die Mikrowelle ab. Wenn ich den irgendwie draußen stehen lasse und da halt Sonne und sowas drauf kommt. Achso, der dicke Kater versucht in der Küche gerade von der Mikrowelle oben auf den Schrank zu springen. Und das hört man jedes Mal volle Kanne, weil er halt nicht der dünnste ist und auch nicht der geschickteste. Dann sehe ich hier eine ganze Fuhre Nagellacke. Da haben wir einmal If Not Purple, Then What? Von Catrice. Scheint eine sehr, sehr schöne Farbe zu sein. Die ist auch wieder so metallisch schimmernd. Schauen wir mal. Den habe ich auch, glaube ich, nicht. Ja, der ist doch mal... Wenn der nicht hier Cassandra schreit, dann weiß ich auch nicht. Vielen Dank. Der ist auf jeden Fall... Das ist voll mein Beuteschema. Na, ihr seht das schon. Dann haben wir auch von Catrice die Nummer 96, Nat Green. Ich glaube, von der Reihe habe ich mir bisher, ich meine, nicht einen gekauft tatsächlich. Ist auf jeden Fall, geht so in die mintfarbene Richtung. Könnte vielleicht ein Dupe zum Mint Candy Apple sein, ich weiß es nicht. Na, ist halt kein Schimmer oder so drin. Ist halt ein Cremelack. Also das ist geil, dann kann ich die auch mal testen. Ich habe mir echt von der, wie heißen die dann, von der Icon Nails Reihe nur immer diese kleinen LE-Lacke gekauft, aber noch nie einen großen aus dem Sortiment. Darum freue ich mich da gerade echt tierisch drüber. Davon sehe ich aber auch noch zwei an. Oh, geil, geil, sehr, sehr geil. Die 70, Easy Peasy Green Squeezy. Ist der nicht schön? So ein metallisches... Grün, geht so in die Peacock-Richtung. Der hat blauen Schimmer. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Aber der Schimmer davon, der ist bläulich. Voll geil. Ja, das ist auch voll meine Farbe. Ich liebe sowas. Ja, ich bin ja eh immer so die grün-blau-lila-Fraktion. Wenn da noch irgendwie ordentlich Schimmer dabei ist, dann bin ich happy. Und sehr geil auch so ein Olivton. Das ist die 84 My Heartbeats Green Right Now. Stehe ich ja auch voll drauf, ne? So ein Army Grün. Voll geil. Ich glaube, ich habe dir tatsächlich gar nicht so viele Nagellacke geschickt. Ich glaube, ein oder zwei. Sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, da ist noch ein weiteres Päckchen. Ich werde deinen Karton recyceln und dafür benutzen, weil ich eben nichts hier an Kartons habe. Und dann bekommst du auf jeden Fall noch was. Den habe ich tatsächlich noch nicht. Ein Essie. Das ist schon wieder eine Mia. Was? Hat dich irgendwer bezahlt, hier regelmäßig aufzutauchen oder so? Earn Your Title. Sehr geile Farbe.
erinnert mich so richtig an das Innere von einer Muschel. Na, wenn das nicht so dieses typische Perlmutt ist, sondern ein bisschen so in diese grau-blau-sonstiges Richtung geht, finde ich wahnsinnig schön. Da ist gefühlt alles an Glitzer drin. Da ist lila, pink, blau. Der sieht richtig Hammer aus. Der ist wirklich wunderschön. Ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht nicht ganz so krass deckt, dass du den vielleicht deswegen aussortiert hast. Na, weil ich sehe es hier oben auch durch. Ich hoffe aber, ich komme mit dem gut klar, weil das ist eine wahnsinnig geile Farbe. Irgendwie, egal wie man die hält, die wirkt anders. Wahnsinnig schön. Dann haben wir auch wieder einen Lack, den ich nicht habe tatsächlich. Von Rival de Loup. Mia, jetzt ist aber gut. Hier, hast du Folie. Bitteschön. Weg ist sie. Die steht voll auf diese Luftpolsterfolie. Die läuft da drauf rum und keine Ahnung. Von Rival de Loup. Ein Two Steps Express. Es ist ein sehr schönes gedecktes Blau. Das ist die 12. Aber wie gesagt, normalerweise sind die Katzen hier gar nicht so krass dabei. Wunderschön, oder? Normalerweise seht ihr die so ein bisschen im Hintergrund oder die springen einmal auf den Tisch. Aber wenn ich hier irgendwo einen Karton stehen habe, dann lieben die diesen Karton. Dann haben wir noch einen Lack. Das ist sehr geil, dass der auch mit drin ist, von Essence. Das ist, meine ich, der Wild Wild, ja genau, Wild Wild Ways. Das ist so mein Nummer 1 Lack tatsächlich, wenn ich wirklich einen schieren, ich weiß nicht, ob der schier ist, ne, aber irgendwie drüber setze, dann ist wirklich von Essence der schwarze und der weiße, das sind so meine Grundlacke dann. Darum ist das nicht verkehrt, wenn ich davon einen zweiten da habe. Weil ich persönlich mag den echt sehr, sehr gerne. Ich sehe hier bis jetzt keinen Müll. Oh, ich hoffe, du kannst mit meinem Müll auch irgendwie was anfangen. Dann haben wir hier noch wahrscheinlich eine sehr süße Probe von Ariana Grande, R.E.M. Die ist ja eigentlich auch dafür bekannt, eher süßere Düfte zu haben. Und bis jetzt, boah, der Flakon, der sieht ja geil aus, ne? Wenn man mal so guckt. Die ist ja auch dafür bekannt, dass die Düfte eher ein bisschen süßer sind. Also bis jetzt habe ich noch keinen von Ari irgendwie gerochen, der mir nicht gefallen hat. Aber bei so Parfümproben habe ich ja immer Angst, dass die mir irgendwie aus der Hand rutschen oder so. Ja, süß, aber sehr, sehr cool. Stehe ich ja voll drauf, also auch dafür danke. So, dann kann ich Mia mehr Folie geben. Bitteschön. Sie ist weg. Sie hat sich jetzt das eine Stück Folie geschnappt und ist jetzt damit am Spielen. Keine Sorge, die frisst das nicht. Die läuft da einfach drauf rum. Frag mich nicht, wieso. Die findet das toll. Von Aiko haben wir einen Fetteye-Stick. Der sieht einmal so aus. Das ist so ein Bronzeton. Meine ich jedenfalls. Ja, ich benutze so Dinger ja gerne als Base, irgendwie so gar nicht einzeln, aber so einen ähnlichen Puderlidschatten dann drüber, dann kann ich damit auch was anfangen. Also auch dafür vielen Dank. Jetzt wäre das andere Stück Folie doch. Dann haben wir hier Wimpern, Party Lashes von, ich habe keine Ahnung wo, schauen auf jeden Fall so aus. Sind jetzt nicht die übertriebensten, das ist gut, weil wenn die irgendwie zu übertrieben sind, dann komme ich damit nicht klar. Kriege ich sie auf, ohne sie jetzt irgendwie, ja. So kann man sie, glaube ich, besser zeigen. Also die sind schon auffälliger, ne, die sind auch gut lang, aber ich glaube von den auffälligen Wimpern, huch, ja okay, hier ist so ein Fisselband, von den auffälligen Wimpern gesehen, sind die noch dezent, würde ich sagen. Da gibt es auf jeden Fall krassere. Vielen Dank. Dann sehe ich hier noch mehr Wimpern. Welche von Adele. Mega Volume, die 251. Ich glaube, von Adele habe ich echt nur die Demi Wispies mal ausprobiert. Die sind auf jeden Fall schon krass voluminös. Die haben auch mehrere Reihen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ist, glaube ich, ein bisschen schwer, ne? Da sind auf jeden Fall zwei Reihen Minimum übereinander. Also welche, die ein bisschen gecurlter sind. Das sieht man hier auch. Das sind Multilayered. Layered? Das sind mehrschichtige. Ich kann kein Englisch, Mann. Nee, ich tue mich halt immer schwer mit Englisch aussprechen. Ne? Sind interessant, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber bei so Volumenwimpern habe ich immer Angst, dass ich das nicht hinkriege. So, oder dass ich danach da sitze und mir denke, okay.
Also ich bin nicht die Beste im Wimpernkleben oder sowas, ne? Dann haben wir von Smashbox einmal ein Fotofinish Primerizer. Davon habe ich selbst auch schon eine Probe. Ich glaube, ich habe die bis jetzt, Schande auf mein Haupt, noch nie benutzt. Aber ich meine, die Größe, die ich habe, die ist auch so groß. Also könnte ich damit bestimmt gut eine Woche mit so einem Fläschchen auf jeden Fall hinkommen. Vielen Dank. Dann sehe ich noch Benefit-Pröbchen. Einmal den altbekannten Professional. Habe ich bestimmt auch schon 10 so kleine 3-Milliliter-Typchen von. Ich persönlich mag den aber sehr, 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 sehr gerne. Ich habe den auch schon ein paar Mal ausprobiert. Nein, aufgebraucht, wollte ich sagen. Danke, da freue ich mich immer über Nachschub. Dann haben wir von Benefit den Hoola Quickie Contour Stick. Den habe ich, glaube ich, auch schon mal in der Glossy Box gehabt, aber meiner ist echt nicht mehr so voll. Ich meine nämlich, den mochte ich bis jetzt auch immer ziemlich gern. Na, also der ist auf jeden Fall für mich, da ist kein Schimmer drin oder so und damit komme ich klar. Das sieht sehr, sehr warm aus, aber der blendet sich so krass, sage ich mal, von der Deckkraft auch wieder aus, ne? Dass ich den durchaus benutzen kann. Also das ist einer der wenigen Creme-Bronzer, die ich tatsächlich verwenden kann. Darum auch dafür vielen lieben Dank. Dann haben wir hier ein Fixing Powder von Rival de Lupiang. Das ist transparent, das ist gut, weil wenn ich schon lose Puder benutze, ich komme gar nicht mit diesen Bananapudern klar. Gefühlt jedes Mal, wenn ich die irgendwie benutze, sieht mein Gesicht ein bisschen komisch aus, wegen diesem gelben Unterton. Also ich finde, den sieht man auf meiner Haut. Darum finde ich das sehr, sehr geil, dass hier ein transparentes Puder bei ist. Vielen Dank, Sophie. Dann haben wir noch von IT Cosmetics einmal die CC Plus Full Coverage Cream in der Farbe Medium. Das schauen wir mal. Könnte funktionieren, wenn ich die ein bisschen auffälle. Da muss ich mir angucken, wie der Unterton dann ist. Ich kenne das ja selber, ne? Wenn man irgendwie mal bei Douglas bekommt, man bekommt meistens die mittleren Töne. Und das ist, glaube ich, für jemanden, der sehr dunkel ist oder für jemanden, der sehr hell ist, immer ziemlich problematisch, die dann auch zu verwenden. Ich muss euch aber ehrlich sagen, wenn ich so Proben bekomme, ne, dann benutze ich die ganz gerne. Meistens dann halt in meiner Farbe. Und tatsächlich kaufe ich mir dann das ein oder andere Produkt wirklich auch nach. Ne? Also so Größen finde ich immer super, weil man die nicht nur einmal verwenden kann, wie so ein Sachet zum Beispiel, ne? Wo so 1-2 Milliliter Foundation drin sind. Reicht ja manchmal noch nicht mal fürs ganze Gesicht. Ne? Aber so eine Größe finde ich ganz gut, um die 2-3 Mal benutzen zu können und um sich dann halt so ein Bild drüber zu machen. Gefällt mir die Konsistenz und ich bestelle die dann halt vielleicht eine Nuance heller oder sowas. Ne? Also da freue ich mich schon drauf. Ich glaube, ich habe die noch nie ausprobiert. Ich habe, glaube ich, eine andere CC-Cream davon in Full Size mal von meiner Mama bekommen, weil ihr die zu hell war. Aber da muss ich mal schauen. Eventuell kann ich die für mich passend machen, indem ich die auffälle. Kommt halt auf den Unterton an. Dann haben wir hier Brow Arcade. Das ist von Vivienne Sabo. Marke sagt mir gar nichts. Das ist eine Brow Mascara. In der 02, die scheint für mich optimal zu sein. Ich glaube, Sophie, du hast dunklere Augenbrauen als ich, ne? Da werde ich auf jeden Fall im nächsten Paket auch was für dich haben, weil viele Sachen sehen bei mir trotz der grünen Haare immer noch irgendwie zu dunkel einfach aus, auch wenn es so rein theoretisch funktionieren würde, ne? Also mit den grünen Haaren finde ich das leichter, ein bisschen dunklere Augenbrauen zum Beispiel zu haben, als wenn ich die jetzt ganz blond hätte. Aber das ist auf jeden Fall eine richtig gute Farbe für mich. Vielen Dank. Dann haben wir hier, sagt mir auch nichts, Erborian. Davon habe ich, glaube ich, mal eine Maske oder sowas gehabt. Pink Perfect Cream. Ist auf jeden Fall koreanische Skincare. Da weiß ich noch gar nicht genau, was das hier eigentlich ist. Ein 4-in-1 Primer. Alles klar. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Es steht irgendwo hier unten. Wollen wir mal schauen. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass sie auch metallisch ist, ne? Weil hier so außen so metallisch ist. Moment. Nee, scheint so professional-mäßig zu sein. Ne? Also schon so eine silikonige Konsistenz. Die mag ich persönlich aber sehr, sehr gerne. Riecht auch sehr angenehm. Freue ich mich auch drauf. Kannte ich noch gar nicht. Vielen Dank. Dann haben wir hier noch ein Mini-Concealer-Ei. Das ist sehr gut. Wisst ihr, wofür ich die immer benutze?
für meine normale Lidschattenbase, um die einzuklopfen aufs Augenlid. Also ich habe wirklich immer noch mal so ein kleines Schwämmchen oder sowas. Und damit gehe ich echt meistens mit der Seite so, ne, also mit der Ecke. Und dann gehe ich hier so lang und klopfe mir die Lidschattenbase auf dem Lid halt ein bisschen ein. Also da freue ich mich auch drüber. Ich kann mit so ganz kleinen Eiern immer richtig viel anfangen. Dann sind wir schon fast am Ende. Und sie hat noch zwei Schäbensmasken reingelegt. Einmal die Müsli Mousse Maske. Ich muss zu meiner Schande gestehen, als sie neu war, habe ich die auch gekauft. Die muss man ja anrühren. Ich habe die bis jetzt noch nicht benutzt. Aber wenn, und die sollte mir gefallen, dann kann ich das nochmal machen. Also danke dafür. Und einmal die Multi-Effekt-Maske. Die Katze ist einfach... Ja, der Karton ist leer. Der ist leer. Du darfst ihn haben. Hier bitte. Ein Karton. Ja, sie will den Karton. Was soll ich euch sagen? Normalerweise sind die echt nicht so oft hier. Das ist diese Drei-Phasen-Maske, wo einmal Himbeere, Lakritz und Heilkreide mit drin ist, ne? Die man auf den verschiedenen Zonen auftragen kann. Ich persönlich mag die sehr gern. Darum freue ich mich da immer wieder über Nachschub. So, wir sind einmal am Ende. Meine Katzen sind jetzt auch zufrieden, zumindest mir. Sie liebt den Karton. Ich muss den aber gleich in Sicherheit bringen, weil ich habe ja schon gesagt, ich recycle den noch einmal und schicke ihn dir auch wieder zu, wenn ich wieder ein bisschen was aussortiert habe. Gerade bei den Augenbrauensachen habe ich schon wieder zwei, drei Sachen in den Finger gehabt, die ich einfach nicht tragen kann aufgrund von Farbe. Darum bekommst du das auf jeden Fall auch demnächst. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, 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 sehr herzlich. Ich muss euch wirklich sagen, absolutes Lieblingsprodukt aus diesem ganzen Paket ist dieses Parfüm. Ich finde das so süß. Leck mich am Arsch, ist das niedlich. Also ich wusste davon gar nichts. Ich wusste, dass es dieses, ich glaube, blaue oder sowas gab. Was ist ja eigentlich mit diesem Moped hier los? Das ist eigentlich so eine blöde Ponysträhne. Ich wusste, dass es das gab, dieses Killer Queen. Korrigiert mich, falls ich falsch liege. Was ist das Einzige, was mir einfällt? Dieser blaue Kristall oder wie auch immer. Aber das ist so scheiße. Süß, oh mein Gott. Das ist so niedlich. Feiere ich gerade echt so am härtesten. Also ich kann mit allen Sachen durch die Bank was anfangen. Vor zwei, drei habe ich Respekt, ne, vor den Wimpern. Aber grundsätzlich alle Parfümproben, die du dabei gelegt hast, treffen alle voll meinen Geschmack. Die Lidschatten, die Nagellacke, sehr, 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 sehr geil. Ich danke dir von Herzen und... Ich habe wieder ein bisschen was zu spielen, werde jetzt erstmal wieder meine Sticker beschriften, damit ich auch jedes Mal weiß, wenn ich die Sachen benutzt habe, dass ich Sophie einmal verlinken kann. Ja, ich freue mich sehr. Vielen, 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 vielen Dank, liebe Sophie. Sei gegrüßt. Hoffentlich hast du auch Spaß mit meinen Sachen. Ich bin ja da immer so ein kleiner Schisser, dass ich immer glaube, oh mein Gott, und wenn dir das nicht gefällt. Also ich hoffe, du kannst mit meinen Sachen auch ein wenig was anfangen. Gut, ihr Lieben, dann danke ich euch wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei und bis dahin. Ciao.